Der sechste Spieltag in der Oberliga Süd. Lok Leipzig empfängt Einheit Rudolstadt. Das Ganze zu Hause im Königparastadion am Sonntag bei herbstlichem Wetter. Die Loksche heute nicht in Blau-Gelb, sondern nur in Gelb. Und die drei Herren, die Schiedsrichter Tim Konert, Steffen Hösel, Christian Lesemann, die sollten heute auch noch eine wichtige Rolle spielen. Die Loksche folgen auf Schlung und Tor, Ladentress Levesque, dann Scheibkrug, Trojan Kilz, Zilinski, Langner, Masulo, Hofmann, Paslinski und Wenschow. Das Spiel ab der ersten Minute nur in eine Richtung, und zwar in die des Torwarts Ackermann aus Rudolstadt. Die Loksche versuchte es von Anfang an, am Anfang mit hohen Bällen, konnte aber die massive Abwehr der Rudolstädter nicht knacken. Die standen da streckenweise mit einer 6er, 7er Kette und ließen die Loksche aufs Tor spielen. Die Blau-Gelben, die heute nur gelb waren, versuchten sie immer wieder über die Flügel mit Flanken oder mit hohen Bällen in den Strafraum. Kombinierten sie auch bis zum Strafraum, aber dann der Abschluss mangelhaft. Es gelang der Loksche nicht, gefährliche Akzente oder Abschlüsse zu inszenieren. In der 21. Minute dann die Gäste aus Rudolstadt. Mit einem schnell gespielten Konter konnte Rico Heuschkel in der 21. Minute das komplett unerwartete und unverdiente 0-1 aus Sicht der Gäste erzielen. Und jetzt hatte die Loksche natürlich den Druck und musste, wenn es geht, noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich erzielen. Dann gab es das Foul von Grabowski an Krug. Da sagte der Schiedsrichter, okay, Freistoß, mehr ist es nicht. Kurz danach gibt es für die andere Aktion von Zielinski, da gibt es Gelb. Eine der vielen merkwürdigen Entscheidungen, die Tim Konert an diesem Tag aus der Tasche holte. Lok versuchte es weiter. Hier gab es nochmal einen Freistoß. Warum, weiß auch keiner so genau. Dann war Halbzeitpause und das war die wichtigste Frage am heutigen Tag. Soweit wir das mitbekommen haben, ist sie mit Ja beantwortet worden. Von uns auch herzlichen Glückwunsch. Auf den teuren Plätzen wurde die Halbzeit ausführlich diskutiert und dann ging es weiter mit der zweiten Halbzeit. Ziane kam für Scheibe und in der 46. Minute langer Einwurf, Kilz, Masulo lässt weg, Trojan und dann Langner mit dem Kopf, 1-1, hochverdient der Ausgleich in der 46. Minute. Das sah alles gut aus und alle auf dem Platz und auf den Rängen waren natürlich guter Hoffnung und die Loksche hatte ja in dieser Saison schon gezeigt, dass man hier im Bruno Spiele drehen kann. Hier nochmal das Tor, erst die Latte, dann der Kopf, der Ausgleich 1-1, hochverdient. Zu diesem Zeitpunkt. Dann wieder langer Einwurf und diesmal versucht Trojan mit einem Fernschuss, aber kann Ackermann im Tor der Rudolstädter nicht bezwingen. Paslinski musste dann verletzt raus, Träger kam für ihn ins Spiel. Dann nochmal Wenschow auf Hofmann, da sah der Schiedsrichter ein Abseits. Hier eine gelbe Karte für Krug und da schauen wir genau hin. Beide gehen zum Ball. Und warum jetzt da gelb für Krug bei rauskommt, wir wissen es nicht. Die Loksche weiterhin, Spiel auf ein Tor. Dann musste Kilz verletzt den Platz verlassen. Für ihn kam Böhne in der 69. Minute. Und dann gab es die nächste merkwürdige Entscheidung. Erstmal noch das Spiel aufs Tor. Da vertändeln sie den Ball. Und hierfür gab es dann Gelb für Wenschow. Auch das fragwürdig. Aber Schiedsrichter Konert aus Ballenstedt hatte sich schon so ein bisschen auf die Loksche eingeschossen. Dann noch eine Chance für Hofmann. Der Ball ging in Richtung Völkerschachtdenkmal. Ja, und das war es dann auch schon fast. Dieses Foul wurde natürlich nicht geahndet und da ging Heiko Scholz das erste Mal richtig aus dem Sattel. So kennen wir ihn eigentlich nicht. Hier sagte dem Linienrichter auch nochmal Bescheid, wird anschließend dafür auch nochmal ermahnt. Das war es dann auch schon, denn viel mehr kam nicht mehr.
93 Minuten waren gespielt. Hier gibt es nochmal ein Foul, was auch keins war oder zumindest nicht geahndet wurde. Die Loksche bis zum Schluss spielten sie aufs Tor. Es gelang trotzdem nicht, noch das eine oder andere Tor zu erzielen. Damit bleibt es dann beim 1:1. Die Rudolstadt hat 2 Punkte gewonnen. Die Loksche hat 2 Punkte verloren. Wir hören uns jetzt mal die Stimmen von René Kruschka und vom Torschützen Alexander Lange an. René Kruschka, Vizepräsident des 1. FC Leipzig, nach dem Spiel. Erste Frage: Warum gab es heute keine Pressekonferenz? Ja, der 1. FC Leipzig hat 3 Verletzte zu beklagen, davon 2 ziemlich schwer. Damian Paschlinski und Armin Kiltz, die werden jetzt vom Krankenwagen abgeholt, müssen ins Krankenhaus. Und Heiko Scholz hat gesagt, es gibt erstmal Wichtigeres, wie jetzt eine Pressekonferenz abzuhalten. Denn so langsam wird dann auch die Spielerdecke ein bisschen dünn beim 1. FC Lok. Oder zumindest sollte man vielleicht nichts dazu sagen, wie es dann bewertet wurde vom Schiedsrichter. Ja, zum Schiedsrichter werde ich mich nicht äußern. Ganz logisch, aber ja, es gab schon bessere. Aber es gab wirklich schon merkwürdige Entscheidungen. Vor allen Dingen viele Entscheidungen, auch mit gelben Karten in Richtung Lok, die nicht nachvollziehbar sind. Ja, wie gesagt, Schiedsrichter, der wird wissen, was er macht auf dem Spielfeld. Es liegt nicht am Schiedsrichter, dass wir bloß 1-1 gespielt haben. Aber er hat seinen Anteil dran. Wir haben in der letzten Woche in der Pressekonferenz gehört von Heiko Scholz, dass er gesagt hat, wir müssen natürlich ein bisschen eher Tore schießen. Wir müssen solche Fehler, die wir machen, vermeiden. Heute war das wieder so. Wir hatten viele Chancen, die nicht reingehen. Ist das vielleicht momentan das Manko beim 1. FC Lok Leipzig? Naja, man hat es ja gesehen bei allen Spielen, gegen die wir jetzt in der Oberliga gespielt haben, dass der Gegner sehr tief steht, dass die im Grunde genommen mit 10 Mann verteidigen, auf Konter warten und da ist immer mal ein Fehler dabei. So war es heute auch. Und das führte eben zum 1:0. Wenn du hinten liegst, ist es doppelt so schwer. Im Endeffekt waren unsere Chancen noch da, aber die haben wir nicht genutzt. Nächste Woche Auswärtsspiel. Da hoffen wir am Freitag, dass viele Lokfans mitfahren. Dein Tipp, wir tippen nämlich jetzt immer, wie viele fahren mit? Zuschauer nach Sandersdorf, ja, Freitagabend, ich sage mal 400. Okay, da würden wir uns freuen. Wir bedanken uns, dass so viele wieder hier waren. Freuen uns auf nächste Woche. Und ganz wichtig noch viele Grüße an unsere Verletzten. Gute Besserung. Ja. Ja, dem schließe ich mich an. Es geht ja mittlerweile nicht nur um die Verletzten. Wir kassieren noch ziemlich viele gelbe Karten. Und irgendwann, wie gesagt, wird dann auch die Spielerdecke ziemlich dünn werden beim 1. FC Lok. Alexander Langner, der Torschütze zum 1:1 heute bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Tor. Und dann die Frage, warum hat es nicht zu mehr gereicht heute? Es war das erwartet schwere Spiel. Also man kann so sagen, das war Oberliga. Das hatte mit Fußball ein bisschen wenig zu tun. Also es war halt einfach viel Zweikämpfe, ging viel auf die Knochen. Mal härtere Fouls und das hat einfach so ein bisschen das Spiel zerstört. Und letztendlich hat heute so ein bisschen das gewisse Glück gefehlt, wie in den letzten Spielen, sodass wir eigentlich mit dem Punkt dann zufrieden sein sollen müssen. Verlässt sich die Mannschaft eventuell auch auf dieses bisschen Glück? Nein, das nicht. Das Sprichwort heißt ja, man muss sich Glück erarbeiten. Und ich denke mal, da sind wir schon gut dran. Wir trainieren jeden Tag, haben hier einen Mordsaufwand, wir sind fit. Aber an manchen Tagen, so wie heute, reicht es halt nur zu einem Punkt, ja. Die Frage zu den Zweikämpfen, wie geht es den verletzten Kollegen? Naja, ich habe jetzt gehört, dass sie erstmals in die Turmberg-Klinik gefahren sind, um zu checken, ob da irgendwas ist, ob da was Schlimmeres ist oder ob es jetzt wieder am Wochenende geht. Also ich hoffe natürlich, dass es jetzt nichts ist, aber es zeigt natürlich auch wieder die Robustheit, die Zweikampfhärte von den anderen, dass jetzt hier 2-3 Leute und der Physioraum heute völlig voll war. Also ja. Die Erfahrung aus den letzten Spielen, es gab ja noch so viele Auswärtsspiele, ist es auswärts einfacher für euch zu spielen oder ist es zu Hause leichter? Na, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Also mit den Fans im Rücken, da haben die Gegner immer schon die Hosen voll. Also das ist schon, kann schon eine Wand sein. Also es kann uns richtig helfen. Aber letztendlich war es für die dann heute auch eine Motivation. Also zum Beispiel der Neuner hat dann so gesagt, als sie ihn ausgepfiffen haben, ja, das ist geil, Jungs, das ist geil, los, komm, auf geht's. Und ja, okay, ist halt schwierig, aber ich finde trotzdem, dass wir da unsere Heimstärke auch in den letzten Spielen gezeigt haben und es auch wieder in Zukunft kommen wird. Nächste Woche auswärts. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Tor und unentschieden. So schlecht ist es ja dann auch nicht. Ja, also 14 Spieler sind es, glaube ich, jetzt, wo wir umgeschlagen sind. Kann man optimistisch rangehen. Okay, danke. Danke. Lokrufradio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.